So, hallo und herzlich willkommen im Keller. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Das liegt daran, dass es noch nicht da liegt. Tada! Ich wollte nämlich mal ein paar Takte verlieren zu Zeug, was man wirklich jeden Tag dabei hat, ne? Es ist ja so, man kann sich natürlich so eine tolle Everyday-Carry-Dose zurechtbauen. Ne? Und die hat man dann hoffentlich fast immer dabei. Und vielleicht ist man auch so krass und hat fast immer einen Kompass einstecken. Und selbstverständlich hat man ebenfalls so gut wie immer ein Messer dabei. Ne? Oder auch mehr als eins. Oder man hat eine Klappaxt dabei. Nur wenn man nicht glaubt, dass das eine Klappaxt ist. Es soll tatsächlich eine Klappaxt sein. Also das kann man alles everyday kann man das mitschleppen. Und vielleicht noch eine Petroleumlaterne. Aber irgendwann wird's unpraktisch, ne? Und vor allen Dingen kommt man damit halt so ein bisschen seltsam rüber in der Öffentlichkeit. Und deswegen würde ich sagen, wir reduzieren das, was wir täglich wirklich, wirklich immer dabei haben in der Praxis, dann doch oft um eine Petroleumlaterne und haben auch nicht unbedingt ein Kampfmesser dabei und so ein Messer ja in der Stadt auch eher nicht so und ein Kompass, na wann braucht man den schon mal, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, eine Faltaxt, nein und damit bleibt es bei dem Zeug, ne? Und das ist ja auch so der Sinn von so einer EDC-Dose, die man also so immer mit sich herumtragen soll, die man gar nicht erst im Rucksack hat, sondern hoffentlich in der Beintasche. Und da ist dann halt alles drin, was man so zum Überleben braucht. Ja, so die Theorie. Aber wenn ich mal ganz ehrlich bin und vielleicht dem einen oder anderen von euch wird es nochmal auch so ähnlich gehen, hat man das Ding auch nicht immer dabei. Weil wenn man mal eben zum Einkaufen geht oder so Späße, dann hat man letztendlich wirklich bloß einen Schlüsselbund und einen Geldbeutel. Und in meinem Fall doch meistens noch irgendein Taschenmesser. Aber ganz, 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 ganz selten kommt es auch wirklich mal vor, dass auch ich mal kein Taschenmesser dabei habe. Weil es gerade irgendwo liegt, weil ich gerade irgendwas damit geschnibbelt habe und dann vergesse ich es halt mal schnell und gehe aus dem Haus und checke kurz, oh, was brauche ich denn, wenn ich jetzt einkaufen gehe? Ich brauche meinen Geldbeutel und damit ich wieder ins Haus reinkomme, brauche ich meinen Schlüssel. Buff, fertig. Okay, jetzt gibt es vielleicht auch noch Leute, die sagen, ich habe wirklich immer, 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 immer ein Messer dabei. Irgendwas ganz Kleines, wirklich im Hosensack, das unter dem Geldbeutel quasi darauf wartet, benutzt zu werden. Oder man hat immer was im Auto rumliegen. Und fährt grundsätzlich kommt man nirgendwo hin, wenn man nicht das Auto nimmt, weil man zum Beispiel auf dem Land wohnt. Ja, auch so Sachen gibt's. Vielleicht gibt es auch Leute, die tatsächlich es schaffen, immer, 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 immer ein gewisses Maß an EDC-Ausrüstung in Form von so einer kleinen EDC-Dose zum Beispiel mitzuschleppen. Oder so ein Survival-Kit. Ne? Das mag auch sein, dass es so Leute gibt. Also hoffentlich was selbst zusammengestellt ist und nicht unbedingt dieses Survival-Kit. Das ist halt Spielzeug, das ist ja bei den meisten dieser kaufbaren Survival-Kits so. Ja? Aber jetzt gehen wir mal im Idealfall davon aus, dass wir nur sowas hier dabei haben. Und jetzt haben wir aus irgendwelchen Gründen doch mal unser Messer vergessen. So, und jetzt haben wir nur noch diese beiden Sachen. Und wer möchte, kann sich jetzt von mir aus auch noch ein Handy dazu denken. Wer aber ein Handy mit Survival-Funktionen besitzt, ja, dann herzlichen Glückwunsch. Also ich habe kein Handy mit Survival-Funktionen und ich zoome jetzt mal noch ein bisschen raus, damit das besser einfacher zum Filmen ist. So, und damit bleibt das hier wirklich als Zeug, das ich echt immer, 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 immer dabei habe. Also wenn ich aus der Tür rausgehe, bevor ich die Tür zumache, checke ich Schlüssel, Geldbeutel. Weil, ja, den braucht man halt doch oft, ne? Und dann hat man nicht und dann immer was einkaufen und das ist dann doof. Und das Ding braucht man halt doch auch oft, weil sonst kommt man nicht mehr rein. Und demzufolge, vielleicht ist der Schlüssel dann noch das aller, aller, aller,
aller elementarste, weil man auch mal ohne Geldbeutel raus kann, wenn man nur eine Runde spazieren gehen möchte. Dann hat man zumindest noch einen Schlüssel dabei. So, und damit sind wir dann quasi bei der aller elementarsten EDC-Ausrüstung, die es gibt. Dann kann man jetzt noch sagen, oh, aber ich trage immer auch ein Paracord-Armband. Ja, gut, das kann man noch zusätzlich machen. Dann hat man noch mehr Schnur. Aber mit diesem Schlüssel, hier meinem EDC-Schlüsselbund, hat man auch ein wenig Schnur. Jetzt ist natürlich die Frage, muss man da gleich so ein großes Ding dranhängen oder tut es da auch ein bisschen ein kleineres hier zum Beispiel? Viel kleiner ist das auch nicht. Es gibt noch andere Möglichkeiten, Paracord aufzuwickeln und dann den Schlüsselbund zu hängen und so weiter und so weiter. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass der Schlüsselbund das aller EDCigste EDC ist, was man wirklich immer dabei hat, weil man sonst nicht mehr zur Tür reinkommt, ne? Und was kann man jetzt an so einen Schlüsselbund dranhängen? Das ist jetzt meiner. Der beinhaltet jetzt so in seiner wirklich so sich immer befindenden Form eine Lampe. Und zwar ist das eine Nightcore, wie heißt sie denn? Tube heißt sie. Die hat zwei Leuchtmodi, einmal diesen, ja, und dann noch den hellen und ist damit wirklich ordentlich hell. Und ich habe mir damit schon wirklich den kompletten Weg aus dem Wald wieder mit nach Hause geleuchtet. Funktioniert völlig problemlos, absolut gut. Und das Schöne, die kann man via Micro-USB aufladen. Das heißt, man braucht auch keine Batterien. Man muss sich auch ums Geld so gesehen wenig Sorgen machen. Bei mir war es immer ein Thema, oh, wenn ich Taschenlampe anmache, das kostet Geld, die kostet Batterien. Batterien sind teuer. Gut, heutzutage kriegt man die mehr oder weniger teilweise auch nachgeschmissen. Aber ich bin noch im Glauben aufgewachsen, dass Batterien teuer sind. So, das ist das eine. Dann Schlüssel. Nicht weiter wichtig. Das hier ist ein Miniaturkernkraftwerk. Das ist, ich weiß nicht mehr, wie sich das nennt. Ich glaube, das müsste ich nachgucken. Ich gucke es nach, ich schreibe es euch unten hin für den Fall, dass ihr mal recherchieren wollt, wo es sowas gibt. Das ist eine Tritium-Miniatur-Strahlungsquelle. Gibt also ganz leicht tatsächlich radioaktive Strahlung ab, aber wirklich nur so wenig, dass es gesundheitlich unbedenklich ist und leuchtet damit also ständig im Dunkeln. Und zwar auch dann, wenn es vorher nicht angestrahlt wurde. Das ist deswegen da dran, damit ich meinen Schlüsselbund auch in jedem Fall, wenn ich ihn im Dunkeln irgendwo in die Gegend schmeiße, dann auch Möglichkeit auch wiederfinde. Ja, es sei denn, liegt dann halt irgendwo drunter, wo man das Ding dann nicht mehr sieht, aber das leuchtet wirklich richtig, richtig schön zuverlässig im Dunkeln. Je dunkler, desto besser sichtbar. Schlüsselbund wiederfinden, damit kein Problem. So, Paracord ist klar. Paracord ist halt Paracord. Ist erstens mal dafür da, dass ich den Schlüsselbund sofort in der Tasche greifen kann und einfach rauskriege. Wenn ich noch anderes Zeug in der Tasche habe, ist das ganz praktisch. Dann weiß man gleich, okay, das ist der eine Schlüssel. Autoschlüssel habe ich immer separat. Den nehme ich nur mit, wenn ich auch Auto fahre. Und der hat zwar auch so einen Anhänger, aber ohne den Bobbel hier hinten. So, und jetzt haben wir hier noch so eine Kapsel. Da kann man jetzt verschiedene Kapseln käuflich erwerben, wo man Verschiedenes reinmachen kann. Tabletten und so weiter, ein Geldschein. Das ist auch alles sinnvoll und alles schön. In meinem Fall habe ich mal geschenkt bekommen, ist es ein Feuerzeug. Benzinfeuerzeug muss regelmäßig gewartet werden, das sollte man dann auch tun, weil sonst steht man irgendwann da und stellt fest, scheiße, geht nicht, weil leer. Werde ich auch gleich nachher nochmal nachfüllen. Es wird mal wieder Zeit. Ein sehr zuverlässiges Feuerzeugchen, solange man es immer schön zugeschraubt lässt, hält es bestimmt 6, 8 Wochen durch, ohne dass man da irgendwie was nachfüllen muss. Also, dass da Benzin verdampft, was ja bei Benzinfeuerzeugen durchaus regelmäßig der Fall ist, ist hier nur sehr, sehr wenig. Kommt das nur sehr wenig vor. So, jetzt hätte ich noch ein paar Ideen für alternative Dinge, die man sich am Schlüsselanhänger aufbewahren kann. Zum Beispiel so ein Mikro-Tool hier. Ne? Das ist nur ein Beispiel. Ich sage gar nicht, dass das ein super tolles ist. Ist einfach nur also als Idee. Das kann Zange und das hat hier theoretisch
noch so ein paar lustige kleine Werkzeuge drin. Das ist alles nicht unglaublich toll verarbeitet und das ist auch mehr Spielzeug. Aber vielleicht gibt es ja wirklich Leute, die sagen, ich finde das lustig hier mit Nagelfeile, mit Dreck unterm Fingernagelentferner, hätte ich sogar mal wieder nötig, mit, was ist das? Achso, das ist ein Schlitzschraubenzieher bloß. Was anderes kann das gar nicht. Und hier haben wir noch einen Kreuzschlitz und eine wirklich winzige Klinge. Besonders scharf ist die auch nicht. Müsste man sich auch nochmal selber entsprechend nachschärfen. Wackelt auch ein kleines bisschen. Ist jetzt nicht so super solide. Aber ja, solche Dinger gibt's. Ne? Das ist nur als Beispiel. Ich fand das mal lustig. Das hat nicht viel gekostet. Und jetzt habe ich es und ich finde es immer noch lustig. Aber wirklich rumschleppen tue ich das dann auch selten. Weil dafür ist es mir dann auch wieder nicht funktional genug. Sowas hier. Was ist jetzt das? Das ist ein Flaschenhalter. Hier kann man eine PET-Flasche, also den Flaschenhals, kann man das hier dran klippen und kann sich dann mit diesem kleinen Karabiner so eine PET-Flasche dann einfach irgendwo an die Hose hängen oder sonst wie. Wenn man das dann halt schon immer dabei hat, kann man sich quasi, wenn man längere Zeit in der Stadt unterwegs ist und was zu trinken mitnehmen möchte und man hat jetzt gar keinen Rucksack aus irgendwelchen Gründen, kann man sich halt irgendwo eine Flasche kaufen und dann klippt man sich die an die Hose, an den Gürtel und hat was zu trinken dabei und hat so eine Möglichkeit, das dann auch vernünftig zu transportieren. Gibt Situationen, in denen das häufiger mal ganz praktisch sein kann. Das muss jetzt auch nicht hier so ein China-Ding sein, das ich auch geschenkt bekommen habe, und zwar jede Menge davon. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Die gibt es auch in etwas hochwertiger, sage ich jetzt mal vorsichtig ausgedrückt. Wobei, wenn ich jetzt diese zwei Sachen noch zusätzlich am Schlüsselbund hätte, dann würde der schon langsam ziemlich voll. So, für Leute, die Erste-Hilfe-technisch unterwegs sind, gibt es hier solche Beatmungsmasken für den Schlüsselbund. Ist auch eine feine Sache, wenn man halt eben sowieso Rettungssanitäter zum Beispiel ist oder diesbezüglich wirklich jede Menge Fortbildungen gemacht hat, dann gehört es wohl zum guten Ton, habe ich mir sagen lassen, dass man sowas dann dabei hat, dass wenn was ist, man auch helfen kann. Ne? Es gibt Schlüsselanhänger Schleifsteine. Der hier hat schon bessere Tage gesehen und ursprünglich hatte der mal einen Deckel. Den Deckel habe ich verloren, aber es ist ein Schlüsselanhänger Schleifstein und der funktioniert auch sogar noch einigermaßen. Besser ist natürlich, wenn man ihn nass macht, aber man kann da schon so ein bisschen damit arbeiten. So, lege ich mal da noch. So, dann, was kann man sich noch an den Schlüsselanhänger hängen? Zu Studentenzeiten hatte ich wirklich gerne diese Track and Eat Gewürzstreuerchen hier dabei. Der hier hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Ich glaube, das ist mit einer der ältesten, den ich besitze. Aber grundsätzlich, wenn man häufiger mal irgendwie in einer Mensa ist oder in irgendwelchen ähnlichen Etablissements beruflich oder wegen Studium oder wegen Schule oder sonst was, finde ich, ist das hier wirklich ein genialer Schlüsselanhänger, mit dem man auch positiv auffallen kann. Ich habe ja auch versucht, damit Frauen zu beeindrucken. Also Frauen in der Mensa meine ich, ne? Nicht generell. Und dann gibt es natürlich eben noch so Behältnisse für verschiedene Dinge in verschiedenen Größen, auch in wasserdicht. Oh, da ist ja sogar was drin. Und zwar in diesem Fall Knicklichter. Cool, wusste ich gar nicht, dass ich da noch Knicklichter drin habe. Das nehme ich mal. Oh, die werde ich mal demnächst verbraten. Verbraten werde ich die. Das brauche ich jetzt niemandem mehr sagen, dass wenn man all diesen Kram hier an seinem Schlüsselbund befestigen will, dass dann irgendwann unkomfortabel wird. Ne? Aber das sind nur Ideen, ja? Ich dachte einfach, ich gebe mal ein paar Beispiele. Potenziell kriegt man auch so eine Karte mittels einem Schlüsselring, wenn man sich, da einen dran macht, auch noch an den Schlüsselbund gehängt. Was ist das jetzt für eine Karte? Das ist also auch so ein Multifunktionswerkzeug hier mit so verschiedenen irgendwas Werkzeugen, keine Ahnung wie die heißen, ich bin doch kein Handwerker, einem Flaschenöffner, einem Flügelmutterdreher, einem Dosenöffner, der hat schon mal schärfere Tage gesehen, glaube ich, aber müsste trotzdem funktionieren. Hier vorne ist noch eine Klinge, die ist sogar einigermaßen ordentlich scharf. Dieses Modell hat auch noch eine Lupe und nicht noch einen Haufen Schrott.
sondern die Lupe, die kann man schon mal wirklich brauchen, um zum Beispiel Bäume zu bestimmen oder sonstige Pflanzen zu bestimmen. Also für einen Botaniker ist das wirklich nützlich, wirklich, wirklich. Und was ich auch noch schön finde, die hier hat auch noch eine Aale. Diese Karte hier jetzt speziell. Wirklich gut sollen sein, diese Swiss Cards. Ja, so ein Ding habe ich nicht. Die gibt es mit Schere drin, mit Messerchen drin, teilweise noch mit Taschenlämpchen drin. Das ist bestimmt auch nochmal ein tolles Teil, was man sich theoretisch auch eben an den Schlüsselanhänger ranhängen kann. Aber dieses Dinger passen natürlich auch in den Geldbeutel. So, und das ist jetzt auch ein fließender Übergang zum Thema Geldbeutel. Denn auch den Geldbeutel hat man im Regelfall ja immer dabei. Und dann kann man auch im Geldbeutel, wenn man jetzt nicht jemand ist, der sehr viel Geld besitzt, auch noch ein bisschen Zeug aufbewahren, das nicht Geld ist. Als Mann, ne? Ein Frauengeldbeutel, da wird das wieder schwierig. Aber ich glaube, von der Größe her sind wir hier bei einem noch recht handelsüblichen Männergeldbeutel. Die meisten von uns haben, denke ich, doch eher was in der Größe dabei. Ich persönlich stehe auf Ledergeldbeutel. Brauche ich. Ich brauche einfach ein Stück Leder in der Hose. Ich habe da auch schon diverse tolle Outdoor-Geldbeutel ausprobiert. Die waren mir aber alle irgendwie zu doof. Und deswegen habe ich hier jetzt so ein schönes Ledermodell. Und dann kann man hier seine persönlichen Habseligkeiten reinmachen. Immer wieder ein guter Gag auf einer Party ist, den Führerschein rauszukruscheln, was man da für ein schönes Bild hat. Oder hier, ne, machen wir mal Werbung und demonstrieren mal, dass ich viel Geld bei Globetrotter ausgegeben habe. Ne? Das ist die Globetrotter-Card in Gold. Da muss man viel Geld für ausgeben. So, das nur am Rande angemerkt. Und dann kann man hier halt noch diversen anderen Kram reinstopfen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich da unten noch irgendwas Interessantes habe. Dann für narzisstische Leute, die irgendwann mal mit ihrem Tun Geld verdienen wollen, kann man da auch noch Visitenkarten reinmachen. Ah, schnell weg. Ah, Hilfe, da ist der Ben drauf. Weg ist er. Und auf der Rückseite sieht es besser aus, das Ding. Und dann kann man hier noch seinen Blutspendeausweis hinmachen. B, Rhesus positiv bin ich, das wisst ihr jetzt auch. Und wer hat, kann noch einen Organspendeausweis dann da vielleicht noch gleich hinten reinkleben. Das ist die Rückseite von diesem Ding. Wer sowas mag. Und hier Nachweisheftchen, wann man wie Blut gespendet hat und so weiter und so fort. Ich könnte da noch fleißiger sein, bin da nicht so fleißig. Bin fleißig genug, dass es hin und wieder mal funktioniert, aber ja, ist ja wurscht. So, das also der ganze zivile Kram, ne? Da war jetzt nichts mit irgendwelchen interessanten Survival-Schnickschnack dabei, sondern nur ziviler Kram. Survival-Schnickschnack habe ich jetzt aber hier. Erstens mal eine Speicherkarte. Sinnvoll ist, wenn man auf dem Ding natürlich jetzt noch allen möglichen persönlichen Daten drauf hat. Ausweiskopie und Testament und wichtige Urkunden, Haus, was man halt so hat. Ne? Alles, was man an wichtigen Dokumenten so besitzt, kann man zum Beispiel auf so eine Speicherkarte drauf machen. Ob es dann eine gute Idee ist, die im Geldbeutel mit sich rumzuschleppen, ist eine andere Frage. Aber theoretisch könnte man das tun. Ich sage jetzt nur mal theoretisch. Ist bei mir auch nicht der Fall. Das ist eine leere Speicherkarte, die ist dafür da, dass damit ich nicht im Wald stehe und mal wieder feststelle, dass ich keine Speicherkarte dabei habe und deswegen jetzt kein Video drehen kann. So, deswegen ist die da. Dann habe ich hier so einen schönen Draht. Das ist so ein kleiner Messingdraht, der nimmt nicht viel Platz weg, der kann prima für diverse kleine Reparaturarbeiten verwendet werden. Der ersetzt mir quasi auch die obligatorische Sicherheitsnadel, die man sonst mit sich rumtragen kann. Das geht auch mit diesem Draht das meiste relativ gut. Ja, für viele verschiedene schöne Anwendungen ganz nützlich und auch einfach als Bindmaterial, wenn man einfach mal irgendwas ein bisschen befestigen möchte, irgendwas ganz Kleines, ist der ganz hilfreich, wie ich finde, und nimmt wirklich nicht viel Platz weg. Das hier gehört zur Kategorie Feuer machen und hat auch tatsächlich eine Sägezahnung, mit der man zumindest so ein bisschen sägen kann. So ein bisschen. Ne? Ist da sonst noch was in dem Bereich? Weiß ich gerade gar nicht. Nee. So, dann habe ich Kleingeld. Das ist jetzt auch nicht so interessant. Ne? Kleingeld haben wir alles schon mal gesehen.
Was ich aber auch noch habe, ist dieses Ding. Das habe ich auf der ersten Männer im Wald-Tour geschenkt bekommen. Und das ist wohl ein Zahn von irgendeiner Maschine, die mit diesem Zeug hier irgendwas tut. Und das ist aus einem unglaublich harten Material. Und was kann man damit machen? Wolframkarbid heißt das so, ich glaube. Damit kann man Messer schleifen. Und zwar auf diesem Wege hier. Da darf man keine Wunder von erwarten, aber es reicht, um das Ganze zumindest einigermaßen wieder in einen recht gut schneidenden Zustand zu überführen. Ne? Also jetzt kann natürlich jemand herkommen und sagen, ach was, ich schleife mit einem Stein, den ich irgendwo auf dem Boden finde. Das geht auch, selbstverständlich. Wer das kann, herzlichen Glückwunsch. Ich kann das nicht. Und dieses Ding, das hilft schon. Man muss damit relativ häufig abziehen, braucht aber nicht viel Druck. Und man kann dann auch schon sehen, dass ich hier dann, das kann man auf der Kamera nicht sehen, dass ich hier dann so ganz leichte Metallspänchen auf dem Ding da sammeln. Also wirklich nur ganz, 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 ganz leicht. Aber so nach und nach kriegt man damit eine ziemlich stumpfe Klinge, und die hier war ziemlich stumpf, ich habe da eben schon ein bisschen dran rumgeschliffen, wieder auf eine, kann man was mit anfangen, Schärfe. Ne? Keine Ahnung, wo man so ein Teil bekommt. Das kann ich euch wirklich nicht sagen. Wenn ich es nicht geschenkt bekommen hätte, wüsste ich gar nicht, dass sowas existiert. Gummi. Gummi kann man immer brauchen. Ne? In diesem Fall jetzt nur mal so ein kleines. Oft habe ich auch noch größere Gummis drin. Das hier ist dann der dazugehörige Fire-Stil zu diesem Striker hier. Weil ich ja davon ausgehe, dass ich sonst kein vernünftiges Strike-Material dabei habe. Klar, man kann jetzt auch noch einen größeren nehmen. Der hier langt aber, wie man sehen kann, durchaus aus, um damit irgendwas anzuzünden, was sehr leicht entzündlich ist. Und deshalb habe ich normalerweise noch drin, habe ich jetzt eben zu Testzwecken mal kurz rausgenommen, hier so Alkoholpads. Die sind in diesem Fall tatsächlich universell, eben einmal, um irgendwie mal ein bisschen was zu desinfizieren. Das kann ja auch mal auf einen sehr ekligen Klo vielleicht mal von Vorteil sein, muss man ja auch so sagen. Und eben auch als Zunder, ganz hilfreich, ne? Also die gehören dann noch dazu und lassen sich dann mit diesem Ding hier auch ganz gut entzünden. Dann hat man auch relativ gute Chancen, sich ein Feuerchen anzumachen, zumal ich ja ohnehin außerdem noch ein Benzinfeuerzeug dabei habe. Also Feuer machen ist normalerweise ganz gut abgedeckt. So, und jetzt gibt es noch diesen unglaublich praktischen Gegenstand, der auch wirklich super in einen Geldbeutel passt. Ich hatte auch mal einen unterm Hut, das hat sich aber als doch ein bisschen ungemütlich herausgestellt. Deswegen schleppe ich es jetzt im Geldbeutel mit mir rum. Wobei der Hut auch was ist, das ich so gut wie nie vergesse, wenn ich aus dem Haus gehe. Das fällt mir sofort auf, oh Gott, du hast keinen Hut auf. Kann höchstens sein, dass ich Fahrrad fahre, dann trage ich eine Wollmütze. Also beim Fahrradfahren ist das mit dem Hut wirklich ein bisschen umständlich. Das muss dann nicht sein. Sonst aber habe ich wirklich fast immer den Hut dabei, und das ist jetzt so ein schönes, wirkliches EDC-Messer, weil es halt eben in Checkkartenformat in den Geldbeutel gestopft werden kann. Also zunächst mal, ne, ich zeige es nochmal, so sieht es zu aus. Hier dieses Knöpfchen ist zum Fixieren. Wenn man das dreht, geht die Klinge nicht mehr auf, und wenn man es dann wieder dreht, dann kriegt man die Klinge nochmal, kriegt man die Klinge auch wieder auf. So, und dann kann man die hier entsprechend rausklappen. So. Und jetzt klappt man erst das Ding hier nach hinten und dann klappt man das andere Ding nach hinten. Dann können wir es mal umdrehen, dann kann man das auch sehen, wie das funktioniert. Dann passen die nämlich, ups, Entschuldigung, dann passen die hier nämlich ineinander. Ja, so, und dann hat es da so Druckknöpfe und dann kann man das hier zudrücken. Und dann hat man, wenn man das hier vorne auch nochmal festmacht, das müsst ihr hier, seht ihr, da ist nochmal so ein Druckknopf, sonst steht das hier so ab. Und wenn man den da auch noch drin hat, naja, mehr oder weniger, jetzt, dann gibt das im Resultat ein Messerchen, mit dem man dann tatsächlich auch ganz gut arbeiten kann. Und es hat sogar einen Fingerschutz, dass man nicht in die Klinge reinlangt, und hat hier hinten sogar eine Daumenauflage, ne? Und damit kann man tatsächlich arbeiten, und das ist so das praktischste, winzig klein verpackbare Messer, das ich jetzt so gesehen habe bisher. Ich habe von denen jetzt ein paar,
dankenswerterweise geschenkt bekommen. Da hat man vermutet, ich kann die brauchen. Und das stimmt auch. Und da hat man, ist auch schön, wenn man da ein bisschen Vorrat hat, weil die heben nicht ewig. Nachschleifen, ja, ne? Also es ist zwar vorgesehen, aber so richtig gut klappt das dann halt auch eben nicht. Aber das ist ein vollwertiges Schneidwerkzeug, das man auch gut anfassen kann. Ne? Eine Rasierklinge ist auch scharf, aber die kann man halt nicht vernünftig anfassen und vernünftig damit arbeiten. Und hiermit kann man richtig schnitzen. Ne? Schnitzen wir mal ein Streichholz, weil ich gerade nichts Besseres habe. Und wir stellen fest, wir können tatsächlich richtig schnitzen und zum Beispiel ne, hier so ein bisschen sowas Ähnliches wie Feathersticks herstellen, was dann ja auch wieder zum Feuer machen ganz interessant wäre. Und selbst wenn das Ding jetzt wirklich nicht besonders viel Biss hat, man kriegt Hölzlein angespitzt und kann sich dann so auch einen kleinen ja, Spitzenstock, wofür auch immer man den braucht, herstellen. Das funktioniert auch mit größeren Hölzern, das müsst ihr mir jetzt einfach halt mal glauben. Es dauert halt länger, wenn man, wie wenn man ein richtig tolles Messer dabei hat, aber das Ding passt halt in den Geldbeutel und ich kenne kein anderes Messer, das einigermaßen praktikabel ist, dass das noch tut, außer diesem Ding. Mehr will ich nicht mitnehmen, weil dann wird es mir zu voll. Ich hätte aber auch hier wieder noch ein paar ergänzende Ideen, was man noch mitnehmen könnte. Dieses Ding habe ich euch ja schon gezeigt. Das kann halt natürlich auch im Geldbeutel aufbewahrt werden. Dann gibt es für dieses Messer noch ein Etui. Da passen die dann wunderbar rein. Die sind ein bisschen über Scheckkartenformat, ne? Also ein bisschen drüber, passen aber in jedes Geldscheinfach von einem Geldbeutel. Ja, für die Dame der Spiegel vielleicht zum Beispiel nun mal so als Idee. Da seid ihr. Ne? Da gibt es auch noch so tolle Signalspiegel, der hier wiegt nichts. Ob der jetzt wirklich geeignet ist, um großartig Signale weiterzugeben, ja, weiß ich nicht. Aber das ist ein Peilspiegel, der hat hier so ein Loch. Damit man da, also ich halte von diesen Dingern ja nicht viel, aber theoretisch, ne, legen wir den auch nochmal auf den Haufen. Man kann natürlich in welcher Form auch immer aufgewickelt etwas Panzertape mitnehmen. Das hier wäre auch noch eine Option mit so einem kleinen 15 cm Lineal, wenn man jemand ist, der regelmäßig ein Lineal braucht. Zum Beispiel, habe ich auch mal geschenkt bekommen. An EDC-Messern wäre dieses Ding hier noch eine Alternative. Das kriegt man auch noch in den Geldbeutel. Das ist sehr, sehr, sehr dünn, wie man sieht. Und ist eigentlich für die Damenhandtasche gedacht. Kann aber auch eben von unser eins verwendet werden. Und ist immer noch erstaunlich scharf. Habe ich von meiner Oma geerbt. Dass meine Oma mir irgendwelche Survival-Tools mal vererbt, hätte ich jetzt nicht erwartet. Auf der anderen Seite ist eine Nagelfeile, die ist nicht so wichtig. Die brauche ich jetzt nicht zeigen. Es gibt selbstverständlich auch noch andere Gummibänder, die man mitnehmen könnte. Hier zum Beispiel super stabile Rasierklingen. Rasierklingen sind auch nochmal so eine Sache. Insbesondere die guten Ceranfeld-Kratz-Rasierklingen, die auf der einen Seite so einen Griff haben und damit dann halt doch erheblich praktischer sind in der Anwendung. Ich weiß nicht, ob die ursprünglich als Ceranfeld-Kratz-Klinge gedacht sind, aber wenn man mal guckt, bei dem Zeug, was man für die Ceranfelder nimmt, die haben auch auf jeden Fall immer so einen Griff. Und auch die habe ich immer geschenkt bekommen und vielen Dank. Das meiste von diesem Kleinkram habe ich ja mal irgendwann geschenkt bekommen. Kann man natürlich sagen, man baut sich hier so ein Angelkit. Das ist ein EDC-Angelkit, das beinhaltet, ich hoffe, man kann das erahnen, ein wenig Angelschnur. Ich glaube sogar einen ganzen Haufen Haken, zwei kleine Bleis, zugegebenermaßen keinen Schwimmer, dafür aber noch eine Nähnadel. Ne? Toll, nicht? Theoretisch kann man sich auch das noch in einen handelsüblichen Geldbeutel reinstopfen. Ist ein bisschen unförmig, geht aber. nur als Idee. Achso, und für diejenigen, die nicht wissen, wie man das macht, das ist einfach ein Strohhalm an den Enden zusammengekniffen und mit dem Feuerzeug abgeflammt, dann klebt das so zusammen und man kann dann so kleine Dinge eben in so kleinen Päckchen verpacken. Da gibt es auch noch die Möglichkeit, sich Streichhölzer auf diesem Wege einzupacken, habe ich hier getan, inklusive einem kleinen Stück Reibefläche.
Das ist allerdings ein bisschen fehlerbehaftet, muss ich sagen, diese Art und Weise mit so ganz wenig Reibefläche und auch noch eine schlechte Reibefläche. Eine gute Reibefläche, das wäre nochmal was anderes. Ja, das kann funktionieren, das muss aber nicht zwingend, weil das halt echt eine miese Reibefläche ist, möchte ich nochmal betonen. Bei einer besseren Reibefläche, dann klappt das auch. Oder, weil ich auch lange im Geldbeutel drin hatte, sind hier Bundeswehr-Wasserentkeimungstabletten, wer an die Dinger noch drankommt. Offiziell sind die reine Dekoartikel, weil sie September 1991. Also entweder heißt das, da sind sie offiziell abgelaufen oder da sind sie hergestellt. Wir haben uns da mal in einem Video definitiv ein Weilchen drüber unterhalten, ob man die Dinger denn theoretisch heute noch benutzen kann oder nicht. Und das, was da drin ist, Natriumdichloriso-Cyanurat. Das hat theoretisch kein Verfallsdatum, ne? Also wenn da kein Licht, kein Sauerstoff, kein Wasser und kein anderes Zeug drankommt und die wirklich noch völlig verschlossen in ihrer lustigen Verpackung hier drin sind und wir einfach mal davon ausgehen, das ist so, dass die auf der Innenseite völlig dicht von allem ist, dann haben die eigentlich rein chemisch gesehen kein Verfallsdatum, weil sie nichts haben, womit sie eine chemische Reaktion eingehen könnten und damit immer der gleiche Stoff bleiben. Theoretisch sind die also unendlich haltbar. Theoretisch. So, wenn es nicht klappt, dann verklagt mich nicht. Schnur. Schnur sollte man auch dabei haben. Für Schnur gibt es so zwei gängige Möglichkeiten, wenn man da im Geldbeutelchen noch Schnur mitnehmen möchte. Also man kann sich erst natürlich einen Paracord-Anhänger an den Geldbeutel hängen. Dann gibt es natürlich noch das Paracord-Armband. Dazu gleich auch nochmal was. Aber es gibt auch die Maurerschnur, das ist diese hier. Das ist eigentlich eine prima Rebschnur, auch sehr stabil. Sie ist halt ein bisschen groß vergleichsweise für viel Schnur. Das andere Ding hier, das grüne, das ist Dyneema. Das ist so das Nonplusultra, was es an Schnur überhaupt gibt. Wenn man eine reißfeste Schnur dünnen Formats mitnehmen möchte, dann kommt man an Dyneema eigentlich nicht vorbei. Herzlichen Dank. Und das hier ist nochmal noch dünneres Dyneema, das ich in so, man kann es hoffentlich sehen, im Panzer Tape eingeklebt habe, damit es halt eben sich nicht aufrollt und gut verpackt ist. Die haben teilweise Bruchlasten, also gerade das Grüne hier, das ist glaube ich von über 100 Kilo Bruchlast. Also jenseits von Gut und Böse, also das ist ganz tolle Schnur und da kann man sich natürlich auch so ein Bündel theoretisch noch in den Geldbeutel stopfen, auch wenn ich das jetzt nicht getan habe. Und dann gibt es noch so Klassiker wie das berühmte Kondom. Dann gibt es den obligatorischen Knopfkompass, auch was Beliebtes, was man natürlich auch im Geldbeutel transportieren kann. Und das hier sind theoretisch wasserfeste Überall-Zünd-Sturmstreichhölzer. Ich habe es noch nicht geschafft, dass die überall zünden. Theoretisch sind es aber welche, ganz exklusiv, die ich mal in meiner Survival-Fischdose, vielleicht erinnert sich jemand an das Video, gefunden habe und habe sie aufgehoben und halte sie in Ehren für die absolute Survival-Situation, in denen nur noch so ein Streichholz hat pro Stück umgerechnet wahrscheinlich 17,50 Euro gekostet hat, mir das Leben retten kann. Wer weiß, wer weiß. So, und dann selbstverständlich auch nochmal was, worüber man nachdenken kann, ist der obligatorische Tampon. Der erfüllt dreierlei Funktionen. A, Survival-Verbandsmatte, Watte. B, Zunder. C, tatsächlich die Funktion, für die er gedacht ist, für den Fall, dass es hier auch ja Zuschauerinnen gibt, ne? So, oder man kann als Mann so ein Ding mit dabei haben für den Fall, dass man eine Gefährtin hat, die sehr vergesslich ist. Das soll auch schon vorgekommen sein. So, und jetzt Thema Paracord-Armband, das man ja vielleicht auch immer dabei hat. Ich habe es euch schon mal gezeigt, aber ich wollte es in diesem Rahmen einfach nochmal kurz hervorkramen. Da gibt es auch noch Super-Ultra-Survival-Paracord-Armbänder, so wie dieses Ding hier. Das enthält Schnur. Je nachdem, was für einen Griffel man da dran macht, kann man da natürlich auch noch einen Feuerstiel und eine Pfeife integrieren, was ich ja am Hut habe, ne? Hier, das Ding ist eine Pfeife, das Teil, was da absteht, das da. Wenn man da reinpfeift, pfeift es. Und hier in der Schließe ist ein Firesteel und das hier ist der Striker.
wobei der ziemlich scheiße ist als Duiker. Und das ist sauschwierig, damit vernünftig Funken zu erzeugen, aber theoretisch geht's, und wenn man es lange genug versucht, kriegt man auch einen kleinen Funken in Gang. Da muss man halt nur noch einen extrem einfach entzündbaren Zunder haben. Kleinen Kompass habe ich auch noch. Und dieses Ding hier, das ist wichtig. Das ist das Symbol des Waldwissens. Das ist die Anstecknadel für Master of Science in Forstwissenschaft, Forst- und Holzwissenschaft. So. Auch um das einfach nur nochmal gezeigt zu haben. Ja, zurück zu diesem Ding. Wer sich das wirklich antun möchte und das am Handgelenk mitschleppen, es ist schon relativ groß und klobig und es macht wirklich keinen Spaß, das am Handgelenk mitzuschleppen. Aber theoretisch geht das und ich musste das unbedingt haben, weil ich die Idee einfach so witzig fand. Was kann das? Es hat einmal einen Firesteel mit dem großen Nachteil, dass der nur so lange gut hebt, wie er eben nicht besonders abgenutzt ist. Und besonders doll ist der auch nicht, muss ich sagen. Also da habe ich echt schon bessere gesehen. Dafür kostet dieses Ding eigentlich ganz schön ordentlich Geld. Der Kompass, der ist völlig in Ordnung. Bei dem gibt es wenig auszusetzen. Der funktioniert auch leicht verkantet immer noch und zeigt hier sehr zuverlässig, wie er es jetzt gerade auch tut, nach Norden. Also da ist wirklich wenig auszusetzen. Für so einen Knopfkompass ist der echt gut. Dieser Firesteel, da halt eben, naja, und es fehlt halt bei dieser ganzen Konstruktion auch der Striker für den Firesteel. Man muss also noch ein Messerchen dabei haben, um den Firesteel überhaupt bedienen zu können. Ja, und dann gibt es hier noch eine Lampe, die man ankriegt, indem man ganz lange dran dreht. Mist, falsche Richtung. Das weiß man leider auch nie, in welche Richtung man da drehen muss. Aber wenn man ganz lange dran gedreht hat, ja, dann geht sie irgendwann an. Und dann kann man so richtig James Bond-mäßig mit der Handgelenkslampe rumlaufen und rumleuchten. Ne? Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, die hier ist erheblich heller. Ja, und damit sind wir aber jetzt wirklich durch mit meinen Ideen und Vorschlägen und vielleicht auch ein paar bisschen lustigen Sächelchen, die man als EDC im Geldbeutel und am Schlüsselbund durch die Gegend schleifen kann und halt mit dem Exkurs zum Hut und Paracord-Gerümpel. Ach, und noch eine Kleinigkeit habe ich vergessen. Solche Kindergeburtstagskerzen sind halt auch nochmal was saumäßig Praktisches. Die brennen auch länger, als man denkt. Und man kann die super als Zunder auch verwenden, um ein Feuerleben in Gang zu kriegen. Passen auch wunderbar in den Geldbeutel. Ob man jetzt noch so einen Ständer zusätzlich mitnehmen muss, das bleibt jedem selber überlassen. Ne? Gut. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet vielleicht ein bisschen Spaß mit diesem Video und bis zum nächsten Mal.